Heute machen wir wieder eine richtig krasse Challenge, und zwar wer es schafft, in 3 Stunden mehr Geld zu verdienen. Ich habe heute Mayani dabei und sie hat sich das erste Mal getraut, mich zu versuchen zu schlagen. Das hat bisher noch keiner geschafft, mich zu schlagen in dieser Challenge. Die Regeln ganz einfach erklärt: Jeder hat am Anfang 0 Euro. Man darf seine Social Media Reichweite nicht ausnutzen und wir dürfen nichts von unseren Sachen verkaufen, die wir jetzt schon besitzen. Und wir beide haben 3 Stunden Zeit, das Maximum an Geld rauszuholen. Und ein großes Dankeschön an Finanzguru für das Unterstützen dieses Videos. Ich würde sagen, es geht direkt los. 3, 2, 1, Janina. 3 Stunden Zeit ab jetzt. So rennt sie hin. Mein Plan ist hier. Ich habe schon was in der Hand. Wir brauchen aber erst Startkapital. Mein Plan war es, erstmal mich hochzutauschen, um dann die Gegenstände in Geld zu verwandeln. Deswegen spreche ich erstmal Menschen an und frage sie, ob sie was für mich haben. Let's go. Okay, wir sind jetzt hier in der Hohe Straße. Das ist so die größte Einkaufsstraße in ganz Köln. Und hier sind die meisten Menschen. Und wir fragen jetzt einfach mal irgendwen random, ob er mir irgendwas schenken kann, womit ich mich erstmal hochtauschen kann. Denn ich brauche erstmal, wie gesagt, Startkapital. Kann ich euch ganz kurz was fragen? Und zwar habt ihr zufällig irgendwas in euren Taschen, womit ich mich so hochtauschen kann? Also irgendwie so Taschentücher oder so geht auch schon. Das wäre richtig cool. Ja, würde ich tatsächlich nehmen. Dankeschön. Also ich habe jetzt Taschentücher und einen Tampon. Ich glaube, den Tampon tue ich erstmal weg und versuche erstmal, mich den Taschentüchern irgendwie so hochzuarbeiten. Entschuldigung, du siehst cool aus. Hast du irgendwas, was du mir geben kannst, weil ich mich hochtauschen möchte? Hast du irgendwas da? Irgendeine Büroklammer, irgendeinen Cent oder so? Oh, das wäre stark. Wenn du mir den geben würdest, wäre sehr korrekt. Ja. Okay, du hast auch einen Lego-Kopf. Lego-Kopf, danke, ciao. Habt ihr zufällig irgendwas so zum Tauschen, so gegen so Taschentücher oder so? Keine Ahnung, so 1-2 Euro oder so? Ja, oh, das wäre perfekt. Oh mein Gott, perfekt, danke schön. Leute, ich habe Haargummis. Also vielleicht verkaufe ich die einfach einzeln. Das wäre schon mal eine gute Idee. Habt ihr irgendwas da, was ihr mir geben wollt gegen diesen Lego-Kopf? Ein Euro. Das wäre Giga. Boah, Ehre. Boah, sehr korrekt. Hier, nehmt euch alles ruhig. Ja. Viel Spaß. Mit dem Euro hat mir echt geholfen. Vielen, vielen Dank. Okay, also mal gucken, wer so Haargummis braucht. Habt ihr vielleicht was, wo ich mich so hochtauschen könnte? Oder wollt ihr mir die abkaufen? Das wäre sehr cool. Ich würde mal sagen 2 Euro, weil hier steht auch 2 Euro drauf. Ich habe die mir gerade selber so hochgetauscht. Dann hätte ich auf jeden Fall meine ersten 2 Euro. Perfekt, vielen, vielen Dank. Dankeschön. So Leute, ich habe meine ersten 3,50 Euro verdient mit Haargummis. Okay, jetzt haben wir 1 Euro, jetzt gehen wir in den nächsten. Ja, perfekte Süßigkeitenladen schon da. Da versuchen wir es mit 1 Euro was zu kaufen. Und das verkaufen wir dann weiter. Denn ich habe mir das nicht umsonst mitgenommen. Außerdem habe ich gesehen, dass 80% der Leute, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Außerdem verlose ich 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spamt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe meine nächsten Taschentücher. Vielleicht kriege ich ja wieder sowas Cooles wie Haargummis. Habt ihr zufällig irgendwas so zum Tauschen? Ja, perfekt. Dankeschön. Okay, ich habe schon wieder ein Haargummi bekommen. Also irgendwie wird alles gegen Haargummis getauscht. Mal gucken, was ich jetzt dafür bekomme. Boah, das wäre krass, ne? Das wäre richtig krass. 50 Cent. Das Ding ist, das kostet 1,50 Euro. Wir müssen jetzt versuchen, beim Typen mal in der Kasse zu handeln. Ich habe gesehen, das kostet 1,50 Euro. Genau. Ich habe leider nur 1 Euro. Wir müssen eine Ausnahme machen. Ein Rabatt für mich. Wirklich, ich küsse dein Herz. Danke dir. Danke dir. Geil, okay. Unsere ersten Getränke sind gekauft. Der Mann war so korrekt. Oh mein Gott, war das ein Ehrenmann. Also ich habe ja jetzt schon 3,50 Euro und ich versuche jetzt damit noch was zu bekommen. Und dann gehe ich auch schon zu dem nächsten Laden und versuche irgendwie so Lollis zu holen, so Chupa Chups Lollis. Und dann verkaufe ich die einfach weiter. Okay, Leute, denn ich habe mir einen Bauchladen besorgt. So, jetzt kann ich so Sachen verkaufen. Und zwar meine ersten Getränke. Ist das dumm. Okay, ich würde sagen, was ist denn der Preis, den wir überhaupt nehmen? Ich würde sagen, 3 Euro pro Getränk. Sind wir so asozial? Okay, Jungs, wollt ihr was kaufen? Ja, okay. Für euch mache ich Special Preis 2 Euro, okay? Die ersten 2 Euro sind wieder verdient. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Let's go. Dann wollte ich aber im Süßigkeitenladen nachfragen, ob ich für sie arbeiten kann, damit sie mir Geld geben oder irgendwas schenken. Also meine Challenge ist so, Geld zu verdienen. Kann ich euch irgendwie kurz helfen? Und geht leider nicht. Dann nehme ich die so mit oder so? Was würdest du mitnehmen? Die beiden Packungen. Macht ihr das mit? Das wäre wirklich cool. Ja, kannst du mir eine Sache davon nehmen. Echt jetzt? Oh cool. Dann nehme ich die Lollis mit. Dankeschön. Leute, ich habe diese Lollis geschenkt bekommen. Heißt, ich muss mich jetzt nicht anstellen und ich kann hier direkt wieder rauslaufen. Oh, toll. Wollen Sie was kaufen? Die sehen durstig aus. Ihr habt super coole Frisuren. Wollt ihr was kaufen von mir? 2 Euro kostet eins. Ja. Boah, korrekt. Hier für dich ein Twist and Drink. Geil. Ey, vielen, 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 vielen Dank. Okay, wir haben jetzt insgesamt 6 Euro. Wir müssen gleich wieder einkaufen gehen. Wollt ihr was? Oh mein Gott, geil. Das letzte, vielen, vielen, vielen Dank. Also ist jetzt okay, wenn ich rausgehe, ne? Dankeschön. Das fühlt sich irgendwie so illegal an. Okay, Freunde, wir haben alle verkauft. Ich habe hier noch was anderes vorbereitet. Und zwar... Kann man das lesen? Ist okay, kann man machen. Ein Drink, 2 Euro. Hier noch ist mein Bauchladen leer, aber ich habe 8 Euro gerade gesammelt schon. Und jetzt kaufen wir, ich habe ungefähr 20 Flaschen. Nein, nein. Hallo. Nein. Ihr habt ja schon richtig viel Geld. Ich kann mir jetzt 20 Flaschen kaufen. Ich habe gerade was geschenkt bekommen. Wow, wow, okay. Danke dir. Danke dir. 2 Euro für einen Drink? Ja. Das ist viel zu teuer. Das wird dir keiner abkaufen. Ich habe 5 Minuten eine ganze Packung verkauft. Hey,
Ihr könnt mir auch gerne, also ihr könnt auch gerne einen Lolli abkaufen. Nein, ihr müsst bei mir abkaufen. Was wollt ihr denn haben? Ihr könnt auch mehrere Lollis. Lass mal 6 nehmen. Nehmen wir meine Kunden weg. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, ja, lasst es euch schmecken. Danke. Wollt ihr nichts mehr haben? Du kannst auch für 10 Euro mehr kaufen, ne? Du kannst auch für eine deiner Freunde für 10 Euro was kaufen. Okay, dann hier einmal eine ganze Packung. Hier, 6, dann kriegst du noch einen aufs Haus. Oh, danke. Danke, danke an euch, danke. Willst du einen haben? Hauptsache, du kaufst bei ihr nicht. Leute, ihr könnt doch gerne einen Lolli kaufen. Hier, oh, vielen, vielen Dank. Tja, Alina, innerhalb von wenigen Sekunden konnte ich vieles verkaufen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du so viel Geld verdient, dass du diese ganzen Sachen überhaupt kaufen konntest? Dank Finanzguru, dem heutigen Sponsor des Videos, habe ich immer den passenden Überblick über meine Finanzen. Und ich weiß immer, wie viel Geld ich habe. Denn Finanzguru ist ein digitaler Finanzassistent, welcher euch ermöglicht, alle eure Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Konten hinweg zu verfolgen. Mit Finanzguru habt ihr jederzeit im Blick, was ihr einnehmt und was ihr ausgibt. Besonders praktisch ist, dass ihr genau nachverfolgen könnt, wohin eure Ausgaben fließen. In der Finanzguru-App können Kreditkarten oder ganz normale Girokonten ganz einfach eingebunden werden. Alle Einnahmen und Ausgaben werden in der App automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. So sehe ich ganz einfach in der App, wenn ich mal wieder 8 Euro in dem Video verdient habe oder 7,50 Euro für diese Drinks ausgegeben habe. Die Finanzguru-App hilft dir mit individuellen Spartipps, deine Finanzen immer im Blick zu behalten. Das finde ich besonders geil. Und das Allerbeste ist, dass Finanzguru für jeden dauerhaft kostenlos ist. Jetzt habe ich noch eine fette Überraschung für euch. Mit dem Code Johannes könnt ihr Finanzguru Plus keine 7 Tage kostenlos testen, sondern ganze 3 Monate lang kostenlos testen. Somit erweitert Finanzguru Plus die Funktionen der Grundversion um intelligente Budgetvorschläge, detaillierte Finanzanalysen und die Anzeige des frei verfügbaren Einkommens. Damit ist die App eine ideale Lösung für alle, die ihre Finanzen effektiv verwalten und optimieren möchten. Also ladet euch jetzt die App runter, verknüpft eure Konten und tragt den Code Johannes unter dem Reiter Mehr ein. Und somit erlangt ihr volle Zugriff auf die gesamte App. Der Link zu der App ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt und jetzt geht ein großes Dankeschön an Finanzguru raus für die Unterstützung von diesem unfassbar aufwendigen Projekt. Und jetzt würde ich sagen, tragen wir unser verdientes Geld in die App ein. Das aktuelle Geld, was ich gerade verdient habe, liegt bei 17,50 Euro. Das kann ich ganz einfach easy hier eintragen und somit weiß ich immer, wie viel Geld ich gerade habe. Für 5 Euro kriegst du 3, okay? Okay, machen wir so. Rita, habt ihr alle 3 ein. Hier einen für dich und wieder 5 Euro dazu verdient, Leute. Okay, bitteschön. Jo, vielen, vielen Dank. Danke. Okay, die nächsten 2 Euro sind gemacht. Der ist ein Ehrenmann gewesen. Ehrenmann, okay. Ich würde sagen, für das Geld, was wir jetzt wieder verdient haben, ich glaube, das sind ungefähr 20 Euro, werden wir jetzt wieder Getränke kaufen und damit dann zum Reingehen. So, dann einmal Cola. Vielen Dank. 2 Lollis. Ja. Okay, dankeschön. Wenn wir einen neuen Kunden, ohne dass ich überhaupt Leute ansprechen muss. Ey, korrekt. Danke dir. Habt ihr zufällig Lust irgendwie auf einen Lolli? Perfekt, vielen Dank. Möchtest du auch ein? Perfekt, danke schön. Auf ein neues. Was muss der Verkäufer sich auch hier denken, wenn ich zum 5. Mal jetzt gefühlt schon hier bin? Ich glaube, wir machen einfach den ganzen Laden voll. Aber wir haben die ja schon eben gekauft, mit dem wir reingegangen sind. Mal rot. Rot ist echt am beliebtesten. Sagen, auf zur Kasse. Perfekt, nehmt ihr gerne was raus. Die nächsten 2 Euro sind verdient. Ich hoffe, ich verkaufe noch alle. Imagine, jetzt kauft einfach keiner mehr was. Möchte wer was kaufen? Kaufen, heute billig, morgen teuer. Nein, 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 ey. Bruder, einfach geklaut. Super, vielen, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Bitte. So, ich habe gerade mein Geld gezählt und ich habe jetzt 15,20 Euro zusammen. Das ist mir nicht genug, denn Johannes hat wahrscheinlich jetzt schon viel, viel, viel mehr als ich. Ich versuche jetzt einfach mal in eine Autowaschanlage zu fahren und da Leute zu fragen, ob ich halt, ja, deren Auto waschen darf. Dann war es mein Plan, zum Rheinufer zu gehen, in der Hoffnung, dass da ganz viele durstige Menschen sind, denen ich mein Zeug andrehen kann. Okay, wir sind am Rhein. Entschuldigung, wollt ihr was zu trinken kaufen? Oh, vielen Dank. Wollen Sie was kaufen? Janina hat mich bestimmt schon eingeholt. Wenn nicht, dann ist echt low von Janina, aber trotzdem. Wir gehen wieder zurück in unseren alten Spot. Wollt ihr was kaufen auch? Ja. Vielen Dank, Jungs. Ey. Jetzt würde ich dich fragen, ob du dein Auto von mir waschen lassen würdest und du mir so viel bezahlst, wie es dir wert ist, dann musst du es nicht machen. Nee, ich wollte die Kinder waschen. Ach so, okay, nee, alles gut. Also, mein erster Versuch war schon mal nicht so gut. Vielleicht kommt ja noch jemand, der Hilfe braucht und keine helfenden Kinder dabei hat. Entschuldigung, geiles Auto. Willst du was kaufen? Ich kaufe dir gerne. Oh, okay, hier. Danke, ciao. Wie sauer die alle sind. Also ihr wollt ja bestimmt euer Auto waschen und vielleicht habt ihr auch keine Lust da drauf. Wollte ich euch fragen, wenn ich dein Auto waschen würde, wie viel ich dafür bekommen würde. Also das, was du machen würdest, mache ich einfach. Und dafür gibst du mir dann quasi Geld. Ja, okay. Ja, okay, dann machen wir das so, okay. Das war der größte Flop, zum Rhein zu gehen. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt ins Getümmel gehen, in die hohe Straße. Wir haben halt nur noch eine Stunde Zeit, ist das Problem. Und wir müssen jetzt, in dieser Stunde ist das Ziel, das alles zu verkaufen. Wollt ihr was kaufen? Ja, okay. Ah, jetzt. Also es ist das erste Auto, was ich waschen darf. Ist das richtig so? Mache ich das so? Schön die Felgen sauber machen. Für 5 Euro kriegst du 3 Stück. Okay. Danke dir, jetzt habe ich wieder 5 Euro mehr. Willst du auch noch einen? Für später? Ey, korrekt, vielen Dank, nochmal 2 Euro. Dieser Ort ist magisch, um Sachen zu verkaufen. Alles andere war Quatsch. Ich glaube, ich bekomme die Auszeichnung für die schlechteste Autowäsche.
hoffe, du bist zufrieden. Ausreichend, danke. Ausreichend nur? Ich finde, es sieht doch gut aus. Ich kann dir jetzt nicht so viel anbieten, aber... Ist gar kein Problem. Dankeschön. Wollt ihr was kaufen? Ich hab Durst. Pink ist immer geil. Bitte sehr. Ey, vielen Dank. Wollen Sie was kaufen? Ja, Leute, wir sind wieder in der Kölner Innenstadt unterwegs von RTL. So, also damit habe ich das Geld schon am meisten verdient. Also für eine Tat 4 Euro, Leute. Jetzt warte ich einfach auf den nächsten. Und es läuft doch ganz gut. Also, ja, halten wir mal ein bisschen Ausschau. Wer will was kaufen? Möchte wer was kaufen? Welche Sorte willst du? Okay, dann vielen, vielen Dank. Ich will einen roten. Einen roten, okay. Willst du auch was? Okay, dann bitte sehr. Danke dir. Gut, da haben wir wieder einiges verkauft, ey. Wir haben jetzt nicht mehr viel. Ich hoffe, Janina hat jetzt nicht irgendwie im Lotto gewonnen oder so. Okay, Leute, da kommt jetzt das nächste Auto und ich frage jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, es wird nicht wieder so unangenehm. Hallo, ich wollte fragen, ob das okay ist, wenn ich dein Auto wasche und du gibst mir quasi das Geld, was wie es dir wert ist. Gut, ich hab's mir so ein bisschen im Rücken. Das ist sehr gut. Okay. Ihr beide seht ja durstig aus, Jungs. Wechselgeld. Ist auch noch ein, ey, korrekt. Okay. Willst du was kaufen? Du. Okay, du siehst durstig aus. Für 2 Euro kannst du dir eins aussuchen. Viel Spaß damit. Im Wind ist das ja blöd hier. Das Auto ist ein bisschen größer als das andere eben. Wir haben wirklich nicht mehr viel, ne? Wir haben jetzt nur noch 2 volle Packungen und 2 angebrochene. Du hast coole Haare. Ey, zu den Haaren passt perfekt. Dieser Sherry Drink. Willst du einen kaufen? 2. Für dich schon mal einen. Wünsche ich dir einen guten Durst und vielen Dank. Ja, welche Sorte wollt ihr haben? Okay, perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wollt ihr auch was haben? Ey, cool. Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und viel, viel, viel Durst. Also das Auto ist definitiv dreckiger als das andere eben. Ich muss sagen, die Methode ist echt am anstrengendsten, einfach weil es wirklich körperliche Arbeit ist. Hier sieht es ja durstig aus. Wenn du 5 Euro gibst, dann kriegst du für alle 3 was. Ja, okay. Ey, vielen, vielen Dank. Hier, yeah, den kriegst du für 1 Euro. Viel, viel Spaß damit. Ich würde mal sagen, ich bin fertig. Ich würde einfach mal sagen, wenn wir ja Ostern hatten, dann vielen Dank. Wow, das ist sehr nett. Dankeschön. Tschüss. Leute, ich habe 20 Euro damit verdient. 20 Euro. Oh, dankeschön. Ihr beiden, ihr könnt die letzten wegschnappen. Ihr könnt die beiden coolsten Jungs im Video sein, wenn ihr die jetzt kauft. Oh, hier schon mal. Ey, danke dir. High five. Wir haben alle verkauft. Wir können ihn ausziehen. Ja! Ich hoffe, ich habe gewonnen. Janina, guck mal so grob rein. Ja, ich glaube, ich habe mehr. Okay, dann sag mir mal, wie viel Geld du hast. 3, 2, 1, 74. Das sind 74 Euro. Das ganze Geld, was wir verdient haben, wird auch selbstverständlich gespendet. Also für einen guten Zweck. Das werden wir natürlich nicht für uns behalten. Wir haben es für einen guten Zweck heute gemacht. Aber ich habe die Challenge gewonnen. Ja! Ich bin ein Gewinner! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! High five, komm! 40 ja. Euro, Applaus dafür. Es ist auf jeden Fall mehr, was Moritz damals hatte. Es ist mehr, als Zoe damals hatte. Natürlich updaten wir auch unser Bargeldkonto in der Finanzguru-App. Jetzt gehen wir ganz einfach in die Finanzguru-App und werden den Kontostand korrigieren. Jetzt werden wir 74 eingeben. Jetzt weiß ich, wie viel Geld ich für die Spende zur Verfügung habe. Und du hast 40 Euro noch, ne? Ich habe 40,20 Euro. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo dafür dieses krasse Video, wenn wir das wieder machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!